Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Wir haben hier zwar schon den Karawan, können wir uns hier wegteleportieren? Wir könnten, das ist aber merkwürdig. Habe ich doch gar nicht. Ups. Ups, 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 ups. Falsche Taste. Habe ich doch gar nicht vor. Laufen wir los. Mal gucken, was haben wir hier? Filka, pass auf, es ist ein Mecha-Monster. Oh nein, jetzt kommen wieder ganz viele Mecha-Monster. Zeit zu kämpfen und beschleunigen. Oh, shit, die sind aber stark. Sehr nice. Oh, verdammt, ich brauche Leben. Alter, wie viel Leben hat das hier denn? War klar. Hast du nur einen Ruptor, also die kleine Version davon? Verdammt. Na toll, ich wollte gerade die Superattacke machen. Egal, wir haben es geschafft. Oh Mann. Ich hoffe, wir begegnen nicht noch mehr von diesen kleinen Viechern. Oh, hallo. Tagfütter fälsche ich Bindungssteine. Ich muss echt mal raus hier. Ich will einfach nur nach Hause und mich auf mein Lieblingskissen fletzen. Also, hat der Doktor euch hierher geordert? Ja, oh, ihr habt mich überrascht. Wie seid ihr hierher eingeschlichen? Im Ernst? Die Tür zum Labor stand offen? Endlich frei. Ich bin der Mine bis in beide Ohrenspitzen satt. Dieser Doktor zwingt verliehene Bindungssteine zu fälschen. Dank eure Großtat werde ich euch nie vergessen. Ciao. Haut ab. Weg sind sie alle. Außer hier. Experiment Nummer irgendwas. 5. Es ist an der Zeit, Süßer. Du solltest einen Damen niemals warten lassen. Tada. Oh, Entschuldigung. Du musst eine von den Nummern sein, richtig? Das sollte eigentlich klar sein, Honigmäulchen. Mein leuchtender Charme lässt Herzen brennen. Ich bin Nummer 3, Fifi, die schillernde Schönheit. Jetzt, da du zurück bist, können wir endlich unseren großen Plan in die Tat umsetzen. Tada. Ich werde erst einmal gehen, Süßer, und die gefangenen Feline wissen lassen, was zu tun ist. Wir werden uns wiedersehen, wenn du die anderen gefunden hast. Tada, fürs erste Honigmäulchen. Ja, warte. Das war umsonst. Da gehen sie, da geht sie hin. Also ist das, Manelgers Labor, was? Es sieht so aus, als würde er hier die falschen Steine erschaffen. Wir sollten den Ort nach etwas Nützlichem durchsuchen, einmal alles auf links drehen. Ja, vielleicht finden wir dabei etwas zu futtern. Los, Partnerhahn, lass uns anfangen zu suchen. Drehen wir jedes Staubkorn um. Dann wollen wir mal, was haben wir da? Prüfen. Stell sicher, dass du das Licht auf dem Weg hinaus ausschaltest, okay? Eine Kiste. Was haben wir da? Achso, nix. Ja, da unten ist Papier. Hey, sieht aus, als ob dort was geschrieben steht. Werter Dr. Menelgeil, ich lege den Laborschlüssel unter den großen Schädel. Diesmal werden diese frechen Feline ihn nicht finden können.
Ich bin so super schlau. Alles Liebe. Schnipp, schnapp. Okay. Bitte wirk, wo ist denn dann dieser große Schädel? Ach, wir haben eine Tatzenabdrucksmarke erhalten. Was ist das für ein Geruch? Und meine Nase ist 10-mal besser als deine. Okay, das riecht nicht gut. Ein Energy Drink erhalten. Okay, sie stellen hier diese Verschwindungssteine her. Ja, ja, habe ich ja. Okay, okay. Ja, ja, okay. Warte. Ja, ja, mhm. Ach, da ist der große Schädel. Oh, ich glaube, den Schlüssel habe ich gerade eben erhalten. Okay, wir haben es, glaube ich, schon. Also raus hier. Na, wir können so einfach durchlaufen, alles klar. Nichts weiter Wildes. Okay, die Nummern haben wir, dann ab zu diesem Präparatenraum. Ist das ein falscher Bindungsstein? Im Grunde sind es ja keine Fälschungen. Er versucht ja eigene zu erschaffen, aus denen... Sieh dir diese eigenartigen Steine an. Wofür sind diese Raum... wofür sie diesen Raum wohl benutzen? Da drüben ist was. Jolspalterz, okay. Oh, der große Schädel. Alles klar. Oh, das ist er. Das sind Riesenmonsterknochen. Schau mal, wie viele andere Eier und Exemplare es gibt. Sieh dir das an. Sie spielen einfach mit dem Leben der Monster herum. Ein Museum. Nachts im Museum. 4. Sie haben hier noch mehr davon. Sie müssen einen Zweck haben, oder? Warte mal, können wir auf Rati reiten? Ah, geht doch 10-mal schneller. Bom, bom, bom. Was ist das? Sind das Panzer? Ein Erbkristall, okay. Egal, haben weggedrückt. Ja, Monster zu benutzen, schrecklich. Hier auch, warum tun sie das? Glauben sie, dass Monster Spielzeuge sind? Ja, das ist ein Abtunut. Ihn einfach so auszustellen, schrecklich. Ich glaube, der lebt sogar. Oder sowas in der Art. Wahrscheinlich wird er wach, wenn wir uns den Schlüssel gekrallt haben. Noch mehr Panzer? Und was ist das? ist das auch eine Art Monster? Was ist das? Oh, großer Monsterknochen erhalten. Sehr schön. Was haben wir da? Ja, hast du das auch gerade gehört? Ich wusste es. Das ist kein Ausstellungsstück. Das ist eines der Mechamonster des Doktors. Oh. So, Zeit zu kämpfen, dann rocken wir den mal weg. Ich hoffe, der setzt auch auf Stärke. Feueratem, geht's noch? Alter, der rockt mich weg. Oh, der haut mich jetzt wirklich weg. Egal, ein Herz weniger. Schaffen wir schon.
Das setzt einfach gar keine... Oh, Atemkampf. Das setzt gar keine coolen Skills ein. Also, die wir Counter kontern könnten. Hm. Im Grunde werden wir es nicht aufladen können. Kann ich auch gleich benutzen. Alles klar, geschafft. Hey, du da hinten. Aha. Ja, in dem Monsterknochen war jemand. Gut, dass ich keine Panik habe. Was? Fünf? Bist du das? Sehe ich da... Sie hat eine coole Stimme. Nummer zwei hat eine coole Stimme. Sehe ich richtig? Du bist nach all der Zeit zurückgekehrt? Es war eine halbe Ewigkeit. Und du bist? Sag mir bloß nicht, dass du uns vergessen hast. Wir sind die Nummern... Wir sind deine Familie. Ich bin Nummer 1, der hitzige Anführer mit einem feurigen Herzen, nenn mich Pyro. Ich bin Nummer 2, mein eisiger Atem ist so kühl wie der süße Kuss des Morgentaus, gestattet Krio. Also, Manelka hat euch also auch als Versuchskaninchen benutzt, was? Und du bist der Erste, der es geschafft hat, von hier zu entkommen, du rockst. Aber du hast uns versprochen, zurückzukommen und uns auch zu befreien. Ein Gentle Katz hält ihr Wort. Vielleicht brechen die Tage freudige Freiheit nun an. Ich habe was? Habe ich? Ups. Mann, ist das denn ernst? Schweig still, Geduld gibt erlesene Düfte die besondere Note. Mein Forschergefährt. Nichtsdestotrotz, wenn der Doktor uns erblickt, sind unsere kleinen Machenschaften null und nichtig. Ah, da hast du recht. Diesmal. 5, losgehen und finden die anderen Nummern. Sobald wir uns hier wieder treffen können, wir unsere Pläne in die Tat umsetzen. Juhu. Der Fluchtplan? Ja, der Plan. Wie du uns hier rausholen willst, weißt du noch? Mach schon, 5. Es war deine Idee. Erzähl mir jetzt nicht, dass du auch vergessen hast. Mann. Nein, ich, naja, genau genommen. Wahrlich, die Zeit hält selbst für Katzen nicht an. 5, bitte berufe alle anderen ein. Pyro und ich selbst werden verbleiben und die nötigen Vorkehrungen treffen. In Ordnung. Na dann los, Vilka. Lass uns gehen. Dolph, wie du auch. Sei es drum. Finden wir heraus, wo wir den Laborschlüssel benutzen können. Ich würde gerne herausfinden, wo ich mich heilen kann. Prof, dass wir nach den Körperkämpfen ist echt wichtiger. Denn ich glaube, wir werden, wie gesagt, den Agnaktor, oder wie er heißt, wahrscheinlich hier treffen. Ah, und da schläft sie ein. Okay. Ich kann mich natürlich hier raus teleportieren, aber ich werde mich erstmal heilen. Erstmal speichern, Entschuldigung. Speichern. Speichern. Ich merke, dass meine Stimme schon wieder voll im Eimer ist, weil ich den ganzen Tag nur gelabert habe. Wir müssen da lang, würde ich sagen. Friedrich Veline, du willst durch die Tür da drüben gehen, nicht wahr? Es gibt einen Kniff, wie man das Rad drehen muss. Ich habe den Assistenten genau dabei beobachtet. Wenn du mir den Laborschlüssel bringst, drehe ich das Rad für dich. Du willst durch die Tür... Ja, ich habe doch den Laborschlüssel, hä? Okay. Okay, nun können die Veline auch fliehen. Danke, dass ihr mich befreit habt. Das war allerhöchste Eisenbahn. Oh mein Schnurrhaar, wäre ich... Ich will gar nicht dran denken. Ich hing quasi in einer Pfote in seinem Faden. Die Fliegen, die vor mir dran kamen, sollten diesen Hitzezimmer sein. Oh oh. Öffnet hier und unternehmt etwas, was dieser armen Seelen da drin helfen könnte. Alles klar, lass losziehen, Partnerin. Ah, das sieht doch ganz so aus, als müssten wir hier kämpfen. Hey, bist du okay? Oh nein, ich der Barot schon wieder. Der will uns auffressen, komm.
Ich guck mal kurz eben. Radian wäre natürlich jetzt viel cooler, weil macht mehr Schaden. Bams. Der wird aufladen oder so in der Art. Oh nein, Radian kann nichts machen. Was? Warum? Toll. Das hat Zoll gebracht. So, jetzt geht's da auf Stärke. Nicht tauschen. Ich will ein Objekt benutzen und ein Trank. Okay, dann wollen wir mal. Oh, wir kriegen gar nicht so viel Schaden reingedrückt. Finde ich sehr gut. Ich glaube, ich habe es, wenn er nicht mit Schlammkruste bedeckt ist. Sollten wir eigentlich Technik ansetzen können. Bad. Und jetzt setzt er wieder Stärke ein. Okay. So langsam habe ich ihn durchschaut. Na, der wird uns abwerfen, wenn wir jetzt nicht mal Gas geben. Oh yeah. Und voll drauf. Oh, schon wieder. Ich wusste es. Gut, gut. Oh, wir müssen. Oh, Gott sei Dank, geschafft, ey. Zerrissenketten, wie viel hat er denn noch von diesen Viechern hergestellt?